Die Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Ist logisch, ne? Ich bin's auch leid. Okay, Aquaria. Black, wovor hast du denn solche Angst? Vor gar nichts. Egal, wir müssen eins nehmen. Schwert. Das ist das Mana-Schwert. Es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum ich? Welche Kraft? Ja, warum ich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Besser nicht, oder wie denn? Ja, wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Ich? Oder na gut, ich sag's mal so, wenn wir ich machen, führt's genau wieder zu diesem Schild, also gehen wir direkt auf na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ah, die magische Pingeskraft. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze erhalten. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. So, sie halt uns jetzt mal. Das Spiel speichern. Ja, können wir auch machen. Okay, zu der die labert immer noch. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Werden wir auch hingehen, aber erstmal zur Lanze. Die Lanze ist mit der Mod auch ein bisschen verändert worden. Das ist jetzt die verfluchte Lanze. Sie hat auch weniger Damage als das Schwert. Normal ist es umgekehrt. Zur Lanze ist zu sagen, mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn wir sie benutzen, werde ich gleich zeigen. Freust du dich schon, Ice Edge? Ja, da freue ich mich auch. Ich hasse dich, wenn du die Lanze benutzt. Okay, renn doch schneller, verdammt. Ich hasse den Tempel. Renn. Immer wieder diese Laufwege, das wird so oft vorkommen. Okay, jetzt wieder zu den Monstern. Ja, zur Lanze ist zu sagen, sie ist verflucht. Das werden die Gegner am meisten spüren, denn wenn wir sie angreifen, verwandeln sie sich in andere Monster. Das kann vorteilhaft sein, aber auch nachteilhaft. Aber hier ist es besonders nachteilhaft. Denn Blobs sie haben eine sehr hohe Defensivkraft. Jo, und ich lasse sie mal links liegen, weil sie vermehren sich immer und immer wieder und das ist total nervig. Man kriegt sie sauschlecht kaputt. So. Ja, ihr könnt da vergammeln, wenn ihr mögt. So. Hey! Hilfe! Ja, wir wurden gerade von Goblins gekidnappt. Na toll. Ah, wunderbar. Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Hä? Lass mich hier raus. Hm, du bist jung und knackig. Lecker. Du wirst ein Festschmaus. Okay, wir sind jetzt auf der Speisekarte. Hey, schnell, die Lindenstraße fängt gleich an. Okay, die Goblins gehen Lindenstraße gucken. Und dort oben ist unser neuer Charakter. Hey, pst. Hey, Zwergenfutter. Störe ich dich beim Baden? Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Und jetzt weg hier. Okay, das war eine schnelle Flucht. Kurz und schmerzlos. Vielen Dank, aber wer bist du? Und was hast du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch und sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Das bin ja genau ich. Er ist genau das Gegenteil von dir. Hä? Wie bitte? War nur ein Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten. Er muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Okay, wir werden sie verfolgen, damit Ice Edge möglichst früh hier mitspielen kann. Juhu. Hau doch ab hinter dem Kackbaum. Pilzkopf ist erledigt. Na, sowas aber auch. Hallo. Überall Blümchen.
Holen wir mal Blümchenpflücke. So, weg damit. Pogobuschel auch weghauen. Hau ab. So, hier müsste jetzt noch ein Blümchen kommen. Weg mit dich. Ach, das lebt noch. Wow. Jetzt aber schnell hier. Wir haben noch voll Energie. Genial. Hallo Pogobuschel. So, bleib mal schön da. Weg damit. Noch eins. Und da war eine Kiste. Pogobuschel ist erledigt. Kritischer Treffer. Was haben wir hier drin? Bonbon. Okay, keine Falle. Genial. Jetzt haben wir 4 Bonbons. Mehr können wir auch nicht tragen. Was haben wir jetzt noch? Spornkopf, hau ab. Ich hasse Spornköpfe. Lass sie noch nicht breakdancen. Was haben wir unten? Noch ein Spornkopf. Oh Gott, jetzt haben wir verloren. Steh auf, steh auf. Steh auf, verdammt. Nein, nicht angreifen. Oh Gott, das war knapp. Und ich hätte mal warten sollen, bis 100% erreicht sind. Okay. Die Blumen sind keine Gefahr, nur die Spornköpfe. Die haben nämlich die Angewohnheit, dass sie einen einschläfern und dann merkwürdig um einen herum breakdancen. Das macht jedes Mal Schaden und in Hard-SOM ist man nicht wie im normalen SOM kurz unverwundbar. Hau ab. Okay, das haben wir. Weiter geht's nach Pandoria. Hallo Wache. Die steht normalerweise hier blöd im Weg rum, aber da wir schon im Wassertempel waren, macht sie das nicht. So, wollen wir mal schnellstmöglich nach oben gehen. Rennen! War klar, dass jemand im Weg steht. So, du kannst gleich schön mitlesen. Och nö. Doch. Na gut. Weiter hier. Haut ab, haut ab, haut ab. Boah. Wieso hat der grüne Haare? Na, wenigstens hat er keine roten Haare. Jetzt steht er im Weg. Hau ab. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst, wegen diesem Schwert. Weswegen denn sonst? Hör zu, ich habe dir vorhin geholfen. Jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura, der Hexe, meinen Verlobten Hagen befreien. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Auf, ich heiße Blackhand. Und ich? Gib dem Mädchen einen Namen. Ja, wie nennen wir sie, Ice Age? Das ist schwer. Ja, weil keiner sie spielt. Maskottchen ist zu lang. Denk dir was aus, verdammt. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Okay, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie jetzt Esel heißt. Okay, dann heiße ich Esel. So, und ab jetzt kannst du sie vorlesen. Esel schließt sich an. Schalte ich mal ein hier. Auf. Select. Noch läuft sie mir hinterher. Ah. Auf Start gehen. Ah. Folge mir. Richtig. Ach, falsche Taste. Geht schon gut los hier. Ah, raus, 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 raus. Elendisches Schloss. Ich bin schneller. Juhu, ich bin wieder schneller. So, jetzt gehen wir zuerst zur Hexe Tura, würde ich sagen, oder? Können wir machen. Ja, anders geht's nicht. Würde ich sagen, gehen wir vorher noch übernachten, weil meine Energie ist nicht so vorzüglich wie deine. Innen müsste links sein. Komm mit. Falsch. Hoch, hoch, hoch. Links. Innen. Ah, ich kenne alles auswendig. Ich bin ja so gut. Und du wolltest den falschen Weg gehen. Übernachten? Mach's dir gemütlich. Das macht dann 10 GM. Okay. Juhu! Was soll denn der Abstand? Bin ich so nervtötend? Ja, das bist du. Ah, das Spielstand speichern, ja. Bums, bums, fertig. Raus hier. Und jetzt westlich halten. Und du bist gerade über den Fluss gegangen. Ich hab's drauf. So, ich würde mal sagen, du nimmst erstmal ein bisschen Abstand von den Spornköpfen. Die machen mir schon so viel Damage. Dir machen die weniger, was soll das denn? Und Bams. Ach. Jetzt sag nicht, du bist schon... Schein.
Hättest du einen Speer nehmen können.